Herzlich willkommen zu den Plenty Systems News im September 2023. Ja, nach der Sommerpause geht es nun mit frischer Energie wieder los und wir möchten euch über die aktuellen Produktneuerungen auf dem Laufenden halten und nach dem Intro, da geht's los. Welche Neuerungen bekommen wir denn heute zu hören? Also, los geht's erstmal mit Plenty Shop PWA und dann geht es weiter mit Neuerungen rund um die Beleggenerierung, also Dokumentbilder, Nummernkreise wird auch ein Thema sein, sowie Neuerungen rund um Plenty Flow, denn dort gibt es offensichtlich einige Fortschritte, über die man was Neues hören darf. Und dann springen wir direkt in den Bereich PIM, also Produktinformationen, hören also etwas über die neue Item UI. Und dann springen wir ein bisschen in CRM, gehen dann aber direkt weiter in die neue Plenty Warehouse Version, hören uns an, was da Wichtiges kommt oder gekommen ist. Und dann gibt es noch ein paar Neuerungen zu Marktplätzen und dem Shopify Connector. Ihr seht schon, es wird eine ordentliche Rundfahrt. Dann legen wir direkt mal los mit Kolja. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Jan. Ja, mein Lieblingsthema, unser Plenty Shop PWA. Der Release steht kurz bevor, das heißt, das Team arbeitet sehr, sehr intensiv an dem Release. Wir haben uns für den ersten Release vorgenommen, die Veröffentlichung der Bereitstellungs-UI mit euch gemeinsam durchzuführen. Das bedeutet, ihr werdet die Möglichkeit haben, an einer Stelle, wo ihr euch melden könnt, sodass ihr Kontakt mit uns aufnehmen könnt bei Interesse. Und dann begleiten wir euch dabei, die Bereitstellungs-UI zu veröffentlichen. Das machen wir, damit wir euch einfach am Anfang begleiten, gucken können, dass alles funktioniert. Und im späteren Verlauf, also wenn wir das Ganze ordentlich getestet haben, wird das Ganze natürlich normal für euch zur Verfügung stehen. Wie gesagt, jetzt am Anfang möchten wir euch gerne dabei begleiten, um einfach auch Erfahrungen zu sammeln und Feedback direkt von euch bekommen zu können. Wie das Ganze geht, werdet ihr hier in einem Link in der Infobox sehen können. Genau. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir mit der PWA endlich loslegen können und sehen, was ihr daraus macht. Wenn ihr persönlich mal mit mir sprechen wollt, könnt ihr das Ganze am 15.09. Auf der Unkonferenz in Kiel machen. Dort werde ich einen Topic Room moderieren. Das wird natürlich alles ums Thema PWA gehen bei uns. Die Unkonferenz ist ja nicht einfach ein Vortrag, sondern ist eher interaktiver, Gespräche, die wir dort führen können. Dort wird mein Team bereitet gerade einiges dafür vor, damit wir auch interaktiv hier zusammenkommen können und werden danach für Fragen und Antworten bereitstehen. Alles zur Unkonferenz findet ihr ebenfalls hier in einer Infobox. Dort könnt ihr euch angucken, was alles was vorgetragen wird, was euch erwartet und genau, das wäre soweit alles zur PWA. Weiter geht's zum SSR, dem Server-Side Rendering. Hier haben wir in den letzten Monaten sehr viel Arbeit reingesteckt, haben einen ersten Beta-Test durchgeführt und analysieren aktuell die Daten, gucken, an welchen Stellen wir noch Optimierungen durchführen können, damit wir das bald ausrollen können. Was bedeutet SSR für euch? Wir erwarten daraus eine Verbesserung eurer TTFB-Werte der Shops und einfach eine generelle bessere Stabilität eurer Shops. Genau, das wäre jetzt auch soweit meine Themen und ich würde sehr gerne an die Jacqueline weitergeben, die heute den AI vertritt. Ja, vielen Dank, Kolja. Ich habe drei Themen für euch mitgebracht. Das sind die Nummernkreise, dann etwas zum Document Builder und, wie schon angekündigt, zu Plenty Flow. Beginnen wir bei den Nummernkreisen. In den letzten Product News wurde bereits erwähnt, dass wir für euch da immer noch dran arbeiten und mit dem Ablauf und dem ersten Release aus dem Juni absolut nicht zufrieden waren, denn das ist wirklich alles andere als optimal gelaufen. Daraus haben wir für uns aber sehr viel gelernt und mitgenommen und natürlich auch euer Feedback darauf aufgenommen und mit unseren eigenen internen Anforderungen abgeglichen. Das heißt, wir haben einiges gefixt, einiges verbessert und sind zuversichtlich, dass man mit den neuen Nummernkreisen jetzt auch gut arbeiten kann. Was haben wir zum Beispiel gemacht? Wir haben in der UI selber an den Einstellungen Hinweise hinterlegt, die es noch einfacher machen, die Nummernkreise auch gut zu konfigurieren. Wir haben aber auch außerhalb der UI allerhand Informationen für euch zusammengestellt, sodass die Umstellung auf die Nummernkreise noch einfacher ist.
Außerdem gibt es natürlich für Nummernkreiseinstellungen selber einige Neuerungen, wie zum Beispiel den Präfix. Dafür haben wir für euch Variablen bereitgestellt. Wenn ihr zum Beispiel die Variable Jahr nutzt, bedeutet das, dass zum Jahreswechsel der Nummernkreis automatisch umspringt und ihr das nicht mehr manuell machen müsst. Schaut es euch ruhig mal an. Feedback ist dort willkommen. Auch natürlich zu weiteren Variablen oder was ihr sonst noch benötigt. Soweit zu den Nummernkreisen. Kommen wir zum Document Builder. Hier sind wir weiterhin in der Open Beta, das heißt in der Testphase. Wir bekommen auch schon einiges an Rückmeldung von euch. Vielen Dank dafür. Und wir haben für diese Phase jetzt auch extra viel Zeit eingeplant und sind in einer wirklich guten Position, euer Feedback auch schnell umzusetzen und im Document Builder einzubauen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn ihr den Document Builder ausprobieren wollt, ihr nicht alle Dokumente auf einmal umstellen müsst. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt also pro Dokumenttyp entscheiden, ob ihr den Document Builder benutzt oder beim alten Document Setup bleibt. Ob ihr dann jetzt startet mit der Rechnung oder sagt, na, ich nehme vielleicht doch erstmal lieber den Rücksendeschein, das ist euch überlassen. Oder ihr probiert eine unserer Neuerungen aus, zum Beispiel das benutzerdefinierte Auftragsdokument. Das ist ein neuer Dokumenttyp, den wir eingeführt haben, der euch zur freien Verfügung steht und tatsächlich auch nur im Document Builder verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt es nutzen, wie auch immer ihr es braucht und frei gestalten. Und das benutzerdefinierte Auftragsdokument steht euch dann in der Auftrags-UI und seit neuestem, das haben wir gerade implementiert, auch in den Ereignisaktionen und Prozessen zur Verfügung. Woran arbeiten wir noch beim Document Builder? Wir sind stetig dabei, jegliche UI-Verbesserungen einzuführen, also eben auch euer Feedback direkt aufzunehmen. Wir erweitern die Variablen und auch die Einstellungen in den Widgets. Eine etwas größere Neuerung, die wir gerade released haben, ist das Code-Widget. Das funktioniert im Prinzip wie das Code-Widget im E-Mail-Builder auch. Das heißt, wenn ihr das von dort oder aus dem Shop-Builder kennt, werdet ihr das im Document-Builder wiedererkennen. Die Basisimplementierung dafür ist jetzt schon nutzbar. Wir sind aber auch hier noch dabei, das Widget zu verbessern. Das zweite größere Thema, an dem wir gerade arbeiten, sind Eigenschaften für den Document Builder, also die Ausgabe von den Eigenschaften auf Dokumenten. Das kann ich euch als Ausblick schon mal mitgeben, das ist aber auch ein Thema, das uns noch ein Stück beschäftigen wird. In absehbarer Zeit wird es dann so sein, dass für neue Systeme nur noch der Document Builder bereitsteht, das heißt, das alte Dokumenten-Setup entfernt wird. Dafür haben wir alles vorbereitet, das wird dann, wie gesagt, bald kommen. Für Bestandskunden möchte ich aber nochmal das unterstreichen, was auch schon mal gesagt wurde, nämlich, dass dieses Jahr kein EOL mehr stattfinden wird. Das kommt alles nächstes Jahr, wird dann auch rechtzeitig von uns angekündigt, denn auch hier haben wir von den Nummernkreisen gelernt und wird dann auch Schritt für Schritt stattfinden. Gut, komme ich zu meinem letzten Thema, Plentyflow. Für Plentyflow ist weiterhin der Plan, dass wir euch gegen Ende dieses OPs, also im Herbst, die erste UI zum Konfigurieren von Flows zur Verfügung stellen. Was bedeutet das jetzt konkret? Wir haben am Proof of Concept gearbeitet, das heißt, wir haben sehr viel Zeit investiert, zu schauen, ob die technologische Basis und das, was wir uns überlegt haben, funktioniert und stabil ist und unsere Anforderungen und somit eben auch eure Anforderungen für die neue Automatisierung erfüllt. Damit sind wir erstmal durch. Das war schon der erste wichtige und erfolgreiche Schritt, ein großer Meilenstein für uns. Und gleichzeitig haben wir aber eben auch an der ersten UI für Plentyflow gearbeitet, nämlich dem Plentyflow Studio. Bedeutet für euch, die Basis, Flows zu erstellen, ist tatsächlich schon vorhanden. Ist alles Work in Progress, aber wir wollen und brauchen natürlich auch so früh wie möglich euer Feedback. Deswegen möchten wir euch auch so früh wie möglich eben diese UI auch schon zur Verfügung stellen. Mit der UI wird es dann möglich sein, erste funktionierende Flows tatsächlich auch schon zu bauen. Dafür wollen wir die ersten auftragsbezogenen Ereignisse sowie Aktionen und Filter in Plentyflow bereitstellen. Diese nehmen wir aus den Ereignisaktionen und das ist der nächste Schritt, der uns jetzt gerade bevorsteht sozusagen. Bevor Fragen dazu aufkommen, keine Sorge, die bestehenden Ereignisaktionen genauso wie die Prozesse und der Aktionsmanager bleiben, wie sie sind. Da wird euch nichts von weggenommen, aber ihr werdet zusätzlich Plentyflow schon haben, um es auszuprobieren. Und wir freuen uns jetzt schon auf euer Feedback, halten euch auf dem Laufenden und schaut gerne mal in der nächsten Public Review vorbei. Das wäre es von meiner Seite und dann gebe ich gerne an Thorsten weiter. Ja, vielen Dank, Jacqueline. Ja, bei uns, das habt ihr sicherlich mitgekriegt, in der Area, wir arbeiten halt auch sehr viel an Architekturthemen, aber ich habe heute explizit mal ein paar Themen mitgebracht, die ihr direkt schon in der UI merkt, damit das nicht ganz so langweilig ist für euch. Und zwar haben wir jetzt
kürzlich gerade auf die Straße gebracht, die dynamischen Tabellenspalten. Also in der Item UI, wenn ihr da die Übersicht öffnet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, die besser zu konfigurieren. Schön komfortabel per Drag and Drop. Ihr könnt die aber auch dann umbenennen. Also ihr könnt Custom Names vergeben bei der ganzen Sache. Und das bezieht sich sogar nicht nur auf die Übersicht selbst, sondern auch in der Detailansicht könnt ihr die ganze Sache also analog auch mit Barcodes oder Verkaufspreisen machen. Und das ist jetzt, müsste zum Zeitpunkt des Videos schon auf Stable sein. Ein anderes großes Thema, was ich schon häufiger angekündigt hatte, das ist jetzt auch endlich fertig, und zwar ist das Inline-Editing. Sprich, darum, da geht es darum, Artikel- oder Variantendaten auch direkt in der Übersicht zu editieren. Und das geht aber nicht von ganz allein, deswegen haben wir eine kleine Anleitung verlinkt ins Forum, im Changelog, und bin ich auch sehr froh, dass wir das jetzt wirklich auch euch anbieten können, weil es war im Fall von Item auch nicht so ganz trivial. Warum die QA-Phase sich so ein bisschen verzögert hat, hängt auch damit zusammen, dass wir Vererbungslogiken da haben. Und das hat es ein bisschen komplexer gemacht. Jetzt aber wirklich eine ganz schöne Sache. Guckt euch das gerne mal an. Zieht euch das in die MyView. Ansonsten, womit beschäftigen wir uns noch? Bei Item haben wir noch ein großes Thema, wo parallel dran gearbeitet wird, auch vielleicht noch in den nächsten Wochen. Und zwar, wir wollen die Katalogformate komplettieren. Gerade wenn es da um relationale Daten geht, das ist ja nicht immer alles nur der eine Datensatz. Da sind dann noch viele Wünsche offen geblieben und wir haben das jetzt in Päckchen gepackt und wollen das in mehreren Päckchen, wollen wir das erweitern, die Katalogformate. Und das erste Päckchen müsste jetzt auch live gehen zum Zeitpunkt der Videoausstrahlung. Ansonsten auch Katalogformate, auch CRM hat da was gemacht, dass ihr Kontakte exportieren könnt über einen Katalog. Und aber ein größeres Thema, wo auch viele Leute drauf gewartet haben, ist, dass wir uns jetzt diese Entität Firma ein bisschen vorgenommen haben und wollen die mit zusätzlichen Panels ausstatten, mit Zusatzinformationen, die sich auf die Kontakte beziehen, die mit dieser Firma in Relation stehen. Und das Erste, was wir jetzt da schon live haben, das ist, dass ihr alle Aufträge in der Firma sehen könnt, in der Firmenansicht die Kontakte dieser Firma angelegt haben. Und später kommen dann noch so Sachen wie BI, dass man kumulierte Kennzahlen hat und so weiter, aber auch einen Schritt nach dem anderen, könnt ihr euch auch einfach in die MyView ziehen. Ansonsten haben wir im Bereich Plenty Warehouse noch ein größeres Feature gehabt, das habe ich auch schon angekündigt in eines der letzten Videos, da ging es um die Einzelauftragskommissionierung, erkläre ich jetzt auch nicht mehr so langatmig. Hauptszenario ist da wirklich Click und Collect und das ist veröffentlicht seit Version 1.0.23. Also das war so im Juli, auch schon eine Weile auf der Straße. Und im Wareneingang haben wir jetzt die Möglichkeit, über die Option, die Einstellung der App, auch Wareneingangsbelege erzeugen zu lassen. Das basiert tatsächlich schon auf der Technik des Document-Builders, der eben erwähnt wurde. Und ihr könnt es im Dokumentenarchiv, könnt ihr die dann einsehen. Und das war es erstmal von mir. Und dann würde ich weitergeben an den Herrn Bleichroth. Ja, danke, Thorsten. Ja, ich habe heute drei Themen mitgebracht. Das erste Thema ist eMAG. Ja, wir befinden uns da gerade in der Beta-Phase, wo die Beta-Teilnehmer das Ganze auf Herz und Nieren prüfen, also sprich die komplette Funktionalität. Wir haben uns hier bewusst für Teilnehmer entschieden, welche auf allen drei eMAG-Kanälen listen können, also Rumänien, Bulgarien und Ungarn ist das letzte. Damit kürzen wir die Beta-Phase dementsprechend auf 4 bis 6 Wochen und können die vollständige Integration dementsprechend auch direkt für alle Kunden bereitstellen. Ja, das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ist der Marktkaufkatalog. Der Marktkaufkatalog ist ähnlich wie der Nettokatalog. Es gibt jedoch einige kanalspezifische Felder, wie zum Beispiel die Steuerklasse mit 0% für Solarprodukte, ja, und die neuen Felder für die WEEE-Nummer. Diese haben wir jetzt auch hinzugefügt und das ist ganz jetzt auch schon in Stable und für alle verfügbar. Ja, und zu guter Letzt noch mal eine Ankündigung. Ja, wir schicken unser Shopify-Plugin in Rente zum 1.10. Das haben wir vor längerer Zeit schon mal angekündigt via Status-Mail und via Notification. Ein Großteil unserer Kunden ist auch bereits auf die Shopify-App gewechselt. Wir haben jedoch noch einige wenige, die noch auf dem Plugin unterwegs sind. Und ja, diese möchten wir hiermit animieren, auch noch letztendlich zu wechseln. Ihr findet hier unten in der Infobox einen Link, welcher euch bei der Migration hilft. Sollten dennoch auch Fragen auftreten, ja, kommt gerne auf uns zu, wir helfen euch dann weiter, am besten über das Forum. Ja, das war es soweit von Plenty Channel und dann gebe ich mal an Jan zurück.
Wunderbar. Vielen Dank für eure Updates. Da waren wirklich eine ganze Menge auch teilweise super wichtige Sachen dabei. Vielen Dank also dafür. Während ihr da so am Vortragen wart, ist mir noch eine Sache eingefallen, die wir gar nicht aufgenommen haben. Denn dank eures Feedbacks arbeitet unser Team rund um den neuen zentralen Login zum Planning Systems Backend nun auch an der Möglichkeit, Konten anzulegen ohne eine gültige E-Mail-Adresse. Denn das war initial erstmal eine Voraussetzung, natürlich auch für Features wie Single Sign-On und ähnliches natürlich absolut essentiell. Aber damit man beispielsweise auch einem Lagermitarbeiter ein Login geben kann, der dann offensichtlich bei einigen von euch keine E-Mail-Adresse hat und auch gar nicht sich per Single Sign-On einloggen können soll. Damit das geht, gibt es dafür eben eine neue Möglichkeit, ein eingeschränktes Konto anlegen zu können. Eingeschränkt heißt, man bekommt eben Zugang zu einem Plenty Market-System, nicht zu mehreren. Das geht mit diesem Kontotyp leider nicht und Single Sign-On, wie gesagt, geht darüber auch nicht. Aber immerhin, man kann sich einloggen und das genau das wolltet ihr. Das ist jetzt auch aufgenommen. Ihr findet im Forum die Informationen, wann der neue Login verpflichten wird. Ist noch ein bisschen hin. Bis dann habt ihr genug Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Wenn ihr weitere Themen dazu braucht, lasst es uns gerne wissen. Euer Feedback ist wichtig. Dadurch können wir unser Produkt für euch weiterentwickeln. Ja, und natürlich an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin aufmerksam zugehört habt. Und in dieser Runde werden wir uns wiedersehen in einem Monat zu den nächsten Plenty Systems Product News. Habe ich doch fast Plenty Markets gesagt. Müssen uns jetzt alle wirklich an Plenty Systems mal erinnern. Und ihr bitte auch. Also bis dahin, alles Gute, gute Geschäfte. Bis bald. Ciao.